Ja, mein Name ist Heinrich Schenk. Ich vertrete hier eine mittelständische Unternehmensgruppe aus Pirmasens. Wir haben hier 3 Millionen Euro hier in Vietnam in diese Papierfabrik investiert und haben derzeit große Probleme, und das schon seit langer Zeit, dass die vietnamesischen Behörden nicht kooperativ sind und uns nicht wieder in das Handelsregister eintragen, aus dem sie uns rechtswidrig gelöscht haben. Wir haben nach erfolgreichem Urteil des Supreme Court und auch einem rechtskräftigen Urteil des Berufungsgerichtes in Hanoi das Recht, wieder in das Handelsregister eingetragen zu werden. Jedoch diese Behörde weigert sich seit Monaten hartnäckig, dies zu tun. Und zwar gesetzwidrig. Ja, ich gehe einfach davon aus, dass es ein schwerwiegender Fall von Korruption ist. Wir gehen davon aus, und ich gehe auch persönlich davon aus, dass dort Gelder geflossen sind, die den zuständigen Beamten dort in der Handelsregisterabteilung bewegen, eben das Recht nicht umzusetzen.